Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um meine Favoriten. Ich würde jetzt nicht sagen Monatsfavoriten, denn ich habe schon länger keine Favoriten mehr abgedreht. Allerdings habe ich wieder ein paar Produkte gefunden, die mir einfach sehr, sehr gut gefallen und zu denen ich immer wieder momentan greife. Und auch ein paar Lifestyle-Favoriten. Und ja, wenn ihr möchtet, dann bleibt doch einfach dran und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit Beauty-Produkten an. Und da habe ich momentan für mich wieder entdeckt von Essence aus der Me & My Umbrella LE den 01 You Can Stand Under My Umbrella. Das ist dieser Blush hier. Man sieht auch noch so ein bisschen was. Der hat hier so eine Stanzung drin gehabt mit so einem Regenschirm. Also auch richtig, richtig schön gemacht. Und es ist halt auch so eine richtig schöne Farbe. Also hier, das kann man es vielleicht erkennen. Das ist so ein leichtes Rosé mit so einem leichten Schimmeranteil drin. Sehr, sehr dezent, finde ich. Und der gefällt mir auch richtig gut. Und den trage ich auch heute in meinem Make-up. Dann verwende ich auch momentan wieder sehr, sehr gerne von Prime & Fine Catrice das Professional Contouring Palette. Allerdings nur das Contourpuder, nicht den Highlighter. Und das ist dieser hier, der hat hier auch schon so eine kleine Mulde drin. Und dazu verwende ich momentan sehr, sehr gerne diesen Pinsel. Und zwar ist es von BH Cosmetics aus der BH Studio Pro Edition, die Nummer 2. Und das ist hier so ein, erst so ein bisschen bauchig und dann oben ein bisschen spitz zulaufend. Und hier tippe ich halt einfach mit der Spitze so in das Contourpuder und gebe mir das hier auf. Und das Schöne ist halt bei dem Pinsel, er verblendet es gleich. Also es ist halt so, es ist nicht so eine harte Kante da, sondern er verblendet es gleich. Und mir gefällt dieses Finish einfach mega gut. Und den verwende ich auch für meinen Bronzer. Und auch da habe ich einen Favoriten. Und zwar habe ich mir diesen Becca Sunlit Bronzer gekauft. Und zwar die Nummer, sondern die Farbe Belly Sands. Und der sieht so aus. Und auch der ist halt richtig schön. Also der gefällt mir echt gut, weil der sehr dezent ist. Der hat auch einen leichten Schimmeranteil drin. Und auch den trage ich heute in meinem Gesicht. Also hier oben an den Schläfen und hier oberhalb der Kontur ein bisschen. Und ich finde halt, dass der so ein richtig schönes Finish hat, gerade für so helle Häutchen wie mich. Er ist halt dezent, aber trotzdem da. Also gefällt mir halt auch echt mega gut und ich liebe ihn einfach. Ja, dann hatte ich in meiner letzten Glossybox diese Probe hier drin von dem S. Oliver So Pure. Und ich weiß nicht, der hat es irgendwie. Also der, zu dem greife ich momentan auch echt gerne. Und der Duft hält auch sehr, sehr lange, was ich echt super finde, weil ich möchte mir nicht 5-mal am Tag nachsprühen müssen. Und man sieht es halt auch schon, er ist schon ziemlich leer. Und den werde ich mir definitiv in der Originalversion nachkaufen. Ja, dann haben wir hier die BH Cosmetics Palette von der Mrs. Bella. Und die verwende ich auch momentan sehr gerne, weil hier einfach viele Töne drin sind, die zusammenpassen. Und ich habe auch hier heute wieder mein Augen-Make-up damit geschminkt. Und so sieht die Palette aus. Und mein Augen-Make-up habe ich geschminkt mit der Farbe Sally, mit der Farbe Glam Coco. Und zum Verblenden habe ich hier die beiden Töne hier genommen. Also den für die Lidfalte nehme ich immer her, weil der schafft einfach so ein bisschen so, so eine Dimension. Und ist aber auch nicht so aufdringlich. Also es ist eine sehr, sehr schöne Farbe für die Lidfalte, finde ich. Und ich mag die Palette einfach echt gerne. Und auch die hatte ich im Urlaub mit dabei, weil hier einfach gleich zwei Highlighter mit dabei sind. Und das finde ich einfach echt klasse. Absolutes Schätzchen von mir momentan. Also mag ich echt gerne. Und wenn ihr die Palette habt dann und nicht verwendet, dann kramt die einfach nochmal raus und probiert euch mal ein bisschen aus. Die ist echt klasse.
Und wenn ihr die noch nicht habt, ich kann euch die echt empfehlen, weil ich finde die Töne da drin einfach echt immer klasse. Also man kann leichtes, dezentes Make-up machen, aber auch einfach ein Abend-Make-up. Und ja, die mag ich echt gerne. Also ich greife momentan echt gerne zu der Palette. Dann haben wir noch das letzte kosmetische Produkt. Und das ist hier von Nivea, außer dieser Design Edition, die Micellenreinigungstücher. Und sie sind auch schon gut leer. Und also das sind die ersten Reinigungstücher, die ich echt super finde. Also sie nehmen das Make-up gut runter, sie kratzen nicht so auf der Haut. Man kann über die Augen gehen und auch die Augen macht es schön sauber. Klar, man sollte nach diesem Produkt auch nochmal mit einem Reinigungsgel drüber gehen. Aber so für schnelle Abschminken, wenn man einfach mal wirklich keinen Bock hat, sich abzuschminken, sind die auch einfach klasse, weil sie nehmen wirklich viel Produkt runter und auch Mascara nehmen sie gut runter. Und ja, auch die habe ich mir schon wieder nachgekauft. Das seht ihr in meinem nächsten Haul, weil ich die einfach echt klasse finde. Ja, dann habe ich hier von Lipton diese Tees entdeckt letztens. Und als erstes ist der hier in meinen Schrank gewandert. Und zwar ist es der Time to Relax mit Kamomile. Spricht man das so aus? Kamomile, Lavender, Linden und der Touch of Vanilla. Und das sind diese Beutelchen hier. Das sind so dreieckige. Und also der Tee ist einfach so unfassbar lecker. Schmeckt richtig gut. Ich füge ja generell keinen Zucker mehr zu meinen Tees hinzu und er schmeckt halt wirklich gut. Also ja, probiert die mal. Normal im Geschäft kosten die 2,50 Euro. Und wir waren gestern bei Aldi und da habe ich die auch gesehen und zwar für 1,99 €. Also wenn ihr die mal probieren möchtet, schaut mal bei, also bei Aldi Süd, ich weiß nicht, wie es bei Aldi Nord ausschaut, aber bei Aldi Süd gab es die momentan für 1,99 €. Und die kann ich euch echt empfehlen. Und auch den Detox-Tee, den habe ich mir auch zugelegt. Der ist mit Nettle, Meadow Sweet, Rosemary und A Touch of Grapefruit. Und der schmeckt auch so unfassbar lecker. Also so ein richtig leckerer Kräutertee auch. Und ja, also die Tees kann ich euch echt empfehlen. Wenn ihr gerne Tee trinkt, probiert die mal aus. Die sind richtig lecker. Und es gibt auch noch weitere Sorten. Es gibt noch diesen After Dinner mit Ginger. Den habe ich auch schon daheim, allerdings noch nicht probiert. Und ich glaube, noch irgendeine Sorte gab es, aber den habe ich noch nicht geholt. Ja. Aber wie gesagt, die beiden Tees schmecken mir momentan sehr, sehr gut. Und den trinke ich meistens in der Früh und den meistens abends. Und ja, wie gesagt, kann ich euch echt nur empfehlen. Ja, dann hatte ich mir mal zwei Yankee Candles bestellt. Wer mir auf Instagram folgt, hat auch letztens schon mal ein Bild gesehen mit einer Yankee Candle mit dem Pancakes drauf. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Also die Kerze duftet auch echt mega gut. Aber jetzt habe ich letztens die hier angemacht und die riecht noch besser. Das ist die God Bless America Kerze. Ich glaube, das ist auch so eine aus einer LE. Und oh, Leute, die riecht nach Apfel, nach Zimt. Die riecht einfach richtig lecker. Also ich weiß, ihr kennt diese Home Sweet Home Kerze. Die riecht extrem nach Zimt. Und die hier riecht fruchtiger. Also die hat nicht so ganz diesen extremen Zimtgeruch, den ich auch sehr, sehr gern mag. Aber die riecht halt einfach nochmal ein bisschen smoother, sage ich jetzt mal. Und richtig lecker. Also wenn ihr die irgendwo noch kriegen könnt, schaut euch die mal an, schnuppert mal dran. Ich finde die richtig lecker. Ich habe mir die bestellt bei smellissimo.de. Hier steht es nochmal drauf. Ja, also echt ein Traum und ich liebe die Kerze. Und ich hoffe, die geht nie zu Ende. Ich finde sie richtig gut und ja, ich bin momentan so ein richtiges Yankee Candle Opfer und da wird demnächst mit Sicherheit nochmal eine Ladung voll Yankee Candles bei mir anziehen dürfen. Ja, dann kommen wir mal zu einem Favoriten von mir, den es schon ein bisschen länger auf dem Markt gibt, den ich euch auch jetzt nicht zeigen kann, weil es eine Serie ist. Und zwar schaue ich das über Prime. Und zwar ist es Grey's Anatomy. Momentan bin ich mit der Serie echt super zufrieden. Also ich liebe es, die anzuschauen. Und
ich freue mich halt einfach, immer weiter zu gucken. Und ich glaube, ich bin jetzt bei Staffel 4. Ich muss jetzt mal schnell nachschauen. Ich glaube, es war Staffel 4. Genau, also ich bin jetzt bei Staffel 4 und schaue das halt hier über Amazon Prime. Und ja, also ich finde die Serie echt klasse gemacht und ich mag die halt echt sehr gerne. Und vielleicht könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, was eure Serienfavoriten sind, weil ich suche immer neue Serien und irgendwann wird auch diese hier zu Ende sein. Und dann muss ich mal gucken, was ich wieder schaue. Deswegen schreibt noch einmal unten in die Kommentare, was eure Serienfavoriten sind. Würde mich mega interessieren, weil ich bin einfach ein Serienjunkie. Ich liebe Serien. Und ja, ich habe doch gerade schon meinen nächsten Favoriten gesehen. Und zwar ist es dieses iPad Pro. Das habe ich mir jetzt Anfang August geholt. Und ja, auch das liebe ich. Also es hat halt diesen riesen Display mit drinne. Und ich habe mir auch bei Amazon diese Hülle hier geholt. Die ist halt auch echt mega schön. Und man sieht halt noch so die Farbe von dem iPad durch und hat trotzdem so ein leichtes Muster. Also gefällt mir auch echt gut. Und das, was hier unten dran ist, ist einfach nochmal so eine Tastatur, damit man schreiben kann. Finde ich halt echt klasse, weil man kann mit dem Gerät echt gut arbeiten. Und ja, ich bin total verliebt darin. Und wenn man mal nicht mit der Tastatur arbeiten möchte, dann kann man es auch ganz leicht abnehmen. Das hat halt hier so einen Magnetverschluss dran. Und ja, ich bin halt einfach ein Apple-Mädchen. Ich liebe Apple. Und ja, jetzt fehlt mir nur noch der iMac oder MacBook Pro. Mal schauen, was ich mir da holte. Das weiß ich noch nicht so genau. Aber das hier ist einfach mein neues Schätzchen und ich liebe es. Und ich verwende es jeden Tag. Das ist mein ständiger Begleiter. Ja, mag ich einfach sehr, sehr gerne. Ja, dann kommen wir mal von der digitalen Welt zurück auf das gute alte Notizbuch. Und zwar dieses hier. Und zwar ist es ein Leuchtturm 1917. Und zwar habe ich mit Bullet Journaling angefangen. Und also ich möchte es euch noch nicht zeigen. Vielleicht überlege ich mal irgendwann in Zukunft mal solche Videos zu machen. Aber momentan bin ich noch so ein bisschen in der Findungsphase. Wie teile ich mir das auf? Wie teile ich mir das ein? Es geht halt hauptsächlich darum, dass man sich selber Seiten einteilen kann, wie man einen Kalender für sich persönlich braucht. Und das hat mir bei anderen Kalendern immer so ein bisschen gefehlt. Man hat halt eine sehr starke Struktur, wo man halt nicht drauf oder von abweichen kann, also sehr, sehr wenig. Und ja, man sieht es halt auch hier jetzt nochmal. Ja, man kann sich es halt wirklich einfach schön einteilen. Ich bin noch nicht so im Immer-Schreiben-Modus drinne. Also das braucht noch so ein bisschen. Na, also das ist, was halt auch hier ist, sind so Seiten wie einfach so ein Dankbarkeitslog, ne? Wo man sagt, okay, man vergisst immer, dass man auch schöne Seiten an jedem Tag haben kann. Und das möchte ich mir einfach hier immer so ein bisschen festhalten. Einfach weil man so sehr schnell vergisst, was sind denn die positiven Dinge. Und man sich immer eigentlich so sehr aufs Negative versteift. Und das möchte ich eigentlich nicht mehr. Ich möchte einfach so ein bisschen positiver werden, einfach ein bisschen froher und einfach sehen, okay, was haben wir denn den Monat alles erlebt? Was hat man denn Schönes an jedem Tag gehabt? Es muss ja nicht immer der super duper Urlaub sein, sondern es sind einfach so mal die kleinen Dinge des Tages. Und das möchte ich mir damit halt auch ein bisschen festhalten. Und das ist das Schöne an so einem Bullet Journal. Man kann sich selber einteilen. Man hat ein Tagebuch, einen Kalender, einen Notizblock einfach in einem. Und man kann anfangen, wann man möchte. Man ist nämlich nicht an den 1.1.2018 gebunden, sondern kann halt wirklich jetzt sagen, ja, ich habe jetzt im September Bock drauf. Ich fange jetzt damit an. Und das finde ich halt echt super. Und das Ganze auch so ein bisschen farbiger zu gestalten, habe ich mir hier diese Stifte bei Amazon bestellt. Und da zeige ich euch jetzt mal eine. Und zwar sind die von M.A. Mozart Brush Pen. Und das Besondere an diesen Stiften ist einfach, dass die hier so eine, ja, so eine Pinselspitze haben. Und die malen halt sehr
fein. Also nicht fein in dem Sinne, sondern halt sehr leicht. Also sie sind nicht so wie so ein Füllstift, so hart und gleich die Farbe voll da, sondern man kann so ein bisschen mit denen spielen. Und ja, also ich finde die echt mega. Und auch die mag ich sehr, sehr gerne. Und ich freue mich jedes Mal jetzt mittlerweile schon, das Bullet Journal auszufüllen. Und da wird noch viel mehr Zubehör dazu kommen, denke ich mal. Und ja, das waren meine Favoriten der letzten Monate, sage ich jetzt einfach mal. Weil wie gesagt, ich habe schon länger kein Favoritenvideo mehr abgedreht. Und ja, schreibt mir doch mal auch unten in die Kommentare, was eure Favoriten der letzten Monate waren, was euer absolutes Highlight ist oder war. Und ja, ich würde sagen, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinschalten wollt und kein Video verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich freuen, euch auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss!